take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge. Wir kümmern uns heute in dem Video um die Seido Dumbia SPC. Und zwar ist eine Flashback-Rückblick Dumbia SPC rausgekommen. Um diese soll es heute gehen. Heute schon das zweite Video, falls ihr das erste verpasst habt. Da ging es um die Puzzle SPC und zwar Fund 14. In dem Video haben wir auch noch Upgrade-Packs gemacht. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall gerne ab. Und ja, heute das zweite Video geht um die Flashback Dumbia SPC. Ihr seht es, erlebe mit diesem Rückblickspieler nochmal Dumbias Glanzleistung aus Foot 15. 3 Tage ist die SPC verbleibend, wie mit den ganzen anderen Flashback SPCs auch. Und ja, wir wollen uns heute wieder mit dem Format Lohnt sich die SPC, ja oder nein, um diese SPC kümmern. Für die, die nicht Bescheid wissen, was das Format generell ist, kurz erklärt: Wir schauen uns die SPC im Detail an. Heißt, wir fangen an mit der Karte, werden uns dann positive und negative Sachen herausnehmen und dann gehen wir rein in die SPC, schauen, was für SPCs müssen wir abgeben, was gibt es für Packs zurück und schauen uns alles im Detail mal an. Ich habe auch Lösungen vorbereitet für den Seido Dumbia. Also falls ihr Bock habt, das Ganze 1:1 nachzubauen, habe ich hier Lösungen ohne Loyalität, die ihr 1:1 nachbauen könnt. Ja, und generell wollen wir natürlich ein Fazit ziehen und die Frage lösen oder eine Antwort auf die Frage haben, lohnt sich die SPC, ja oder nein? Ich werde jetzt meine Meinung in diesem Video euch mitteilen. Ihr könnt gerne eine andere Meinung haben. Eure Meinung könnt ihr gerne in die Kommentare ballern. Wenn ihr also sagt, das Ganze lohnt sich, schreibt es mal mit einer Begründung in die Kommentare. Aber auch wenn ihr sagt, hey, das Ganze lohnt sich mal überhaupt gar nicht, dann natürlich mit einem Kommentar mich das wissen lassen. Ja, und ihr werdet es jetzt wahrscheinlich auch schon im Titel sehen. Und zwar ist der Titel Ernsthaft EA? Ja, warum ist dieser Titel? Ganz einfach, wir werden uns gleich auf jeden Fall mit der Karte lösen. Aber vorab passt es auch dieser Titel zu dieser SPC, die ihr außerdem noch sehen könnt. Und zwar Lev Yashin. Das ist die Ikone, die heute mit rausgekommen ist. Prime Icon Moment Lev Yashin. Ja, und da haben wir einmal das Upgrade und die Lev Yashin SPC. Jeweils müssen wir 9 Segmente für den abgeben. Und ich weiß nicht, was sich ihr dabei bitte schön gedacht hat. Also, wir haben einmal Lev Yashin. Die SPC kostet euch ungefähr 900k. Ganz normal Bronze, Silber Squad, den Gold Squad mit 2 Team of the Weeks. Und dann haben wir 83er, 84er, 85er, 86er, 87er und noch ein 87er Squad. Ja, und das Upgrade, das war ja eigentlich dafür gedacht, wenn man schon die Lev Yashin SPC gemacht hat damals, ja, dass man ihn vielleicht hier billiger bekommt. Nee, EA denkt sich nichts da. Ihr müsst hierfür für die Upgrade-SPC 1,16 Millionen Münzen zahlen. Also ich weiß nicht, was sich EA dabei gedacht hat. Insofern das auf jeden Fall der Titel. Ernsthaft EA? Ganz ehrlich, eure Meinung ist auf jeden Fall mal gefragt. Ballert es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr über die Lev Yashin SPC denkt. Wir gehen hier mal rein und sehen das ganz normal, wie bei dem anderen auch. Dann haben wir hier die Lev Yashin Icon, die wir abgeben müssen. Dann haben wir den 83er Squad mit einem Team of the Week. Also hier schon mal Team of the Week mehr. 84er Squad, dann 2 85er Squads, ein 86er Squad, halt keine 87er Squads, aber die Ikone ist ja mit drin. Ja, und deshalb halt das Upgrade teurer als der Lev Yashin. Ich habe keine Ahnung, was sich dabei ihr denkt. In dem Sinne wollen wir jetzt starten mit der Rückblick-Flashback-Dumbia-SPC. Bevor das Video richtig losgeht, zerstört gerne den Like-Button. 200 Likes kriegt ihr als Ziel raus. Lasst doch gerne ein Abo da. 20.000 Abonnenten haben wir jetzt fast geknackt. Das wäre natürlich nice, wenn wir das diesen Monat noch schaffen könnten mit den 20.000 Abonnenten. Und ja, jetzt schauen wir uns die Karte mal im Detail an. Ja, und ich habe es eben schon erwähnt und da werden wir jetzt als erstes drauf eingehen. Ernsthaft, EA? Und da sehen wir es. Ausdauer 70? Ausdauer 70? Ist das deren Ernst? Ernsthaft, EA? What? Was ist das bitte? What the fuck? Also ich verstehe es absolut nicht. Also fangen wir erstmal mit der Karte an. Designmäßig muss ich nichts zu sagen. Die sehen aus wie jede andere Flashback-Karte auch. Aber wollen wir mit der Bio anfangen, mit der Spieler-Bio. Und da sehen wir, er ist 1,79 groß. Es ist nicht das Größte. Also das würde ich auf jeden Fall nicht auf die positive Seite packen. Für mich selber, ich finde immer besser, wenn die Stürmer etwas größer sind. Da kann man mit den Abschlägen und so die direkt anspielen. Insofern 1,79 kann man auf jeden Fall... Ich werde es jetzt auf jeden Fall machen, auf die negative Seite schreiben. Lasst mich da gerne eure Meinung wissen. Mittelgering ist dann die Arbeitsrate. Ich persönlich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Mittel nur auf Angriff zu haben, nicht so geil. Gering auf Verteidigung, okay, ist top. Aber Mittel auf dem Angreifer, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Rechts ist dann der starke Fuß, okay, nimmt man halt mit. 4 Sterne schwacher Fuß, das ist auf jeden Fall ein fettes Plus. Muss man auf die positive Seite schreiben. Dann haben wir 3 Sterne Spezialbewegung. Nicht so geil. Der kann euch mal ein La Coqueta machen und sowas. Also
Das ist nicht so ideal, 3 Sterne Spezialbewegung nur zu haben. Wir werden uns auf jeden Fall nachher auch noch natürlich vergleichbare Karten auf dem Transfermarkt anschauen, die preislich ungefähr bei dem gleichen liegen. Und ja, da natürlich die erste Frage, die wir wahrscheinlich jetzt schon mal beantworten. Was kostet euch diese SBC? Und Stand jetzt kostet euch die SBC 210.000. Das muss man sich mal auf jeden Fall gönnen, 210.000. Aber bevor wir in die SBC genau reingehen, schauen wir uns jetzt mal die Attributdetails an. Und da müssen wir ganz klar sagen, Tempo ist da, 94 Antritt, 99er Sprintgeschwindigkeit, Tempo ein fettes, fettes Plus. Tempo hat er auf jeden Fall schon mal. Dann haben wir den Schuss, auch ein fettes Plus. Guckt euch das an, das ist sowas von positiv. Außerdem muss man natürlich noch bedenken, er ist in der La Liga. Heißt, man kann ihn super linken, muss man auf jeden Fall auch auf die positive Seite schreiben. Passspiel. Das Passspiel ist dann eher nicht so geil. Das muss man auf jeden Fall fett auf die negative Seite packen. Dribbling auch wieder positiv. 86er Dribbling, das ist auf jeden Fall nice. Er wird sich wahrscheinlich da sehr, sehr flink anfühlen als kleiner, schneller Spieler. Und Defensive, da fällt heraus, dass die Kopfballpräzision bei 84 liegt. Das kann man auf jeden Fall als Positives werten. Dann haben wir die Sprungkraft bei 99. Und wenn man da bedenkt, dass er nur 1,79 cm groß ist, ja, das ist auf jeden Fall nice. Sprungkraft 99, fettes, fettes Plus auf jeden Fall da. Stärke 99, das ist mega. Und ja, nur das fette, fette Minus ist halt bei der Ausdauer 70. Ausdauer, ernsthaft EA? Nee, sorry, das ist mir definitiv zu wenig. Und wenn wir jetzt dann noch bedenken, die SBC kostet 210.000. Was hat EA bitte da gemacht? Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Bedenken müssen wir hier auch noch, dass wir eine 87er Karte bekommen, wenn wir diese SBC abschließen. 87er Karten kosten Stand jetzt auf dem Transfermarkt circa gerundet 30.000. Also das müssen wir auf jeden Fall schon mal mit einberechnen. Schauen wir gleich mal, was es für Packs zurückgibt. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, sehen wir, wir haben auf der rechten Seite einen 84er Squad ohne Team of the Week. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. Der Squad wird euch 45.000 kosten. Auf der linken Seite wiederum, da haben wir einen 86er Squad. Und sorry Leute, das ist mir ein bisschen too much. Das ist mir ein bisschen too much. La Liga, zwei La Liga Spieler, 86er Squad. Der Squad kostet euch 165.000, der rechte 45.000. Und insgesamt kommen wir dann halt wie gesagt auf die 210.000. Naja, aber was gibt es für Packs zurück? Das ist die nächste Frage. Und da haben wir ein 50.000 Set, ein seltenes Spielerpack auf der linken Seite. Das ist auf jeden Fall nice. Und auf der rechten Seite haben wir ein Megapack. 35.000 Set ist da am Start. Insgesamt Wert von den Packs also 85.000. Wenn man das Ganze jetzt bedenkt, dass wir dann wie gesagt diese 87er Dumbia-Karte auch noch zurückbekommen, die man ja in der SBC reinballern kann, haben wir also da einen Packwert plus den Kartenwert von 115.000, was wir zurückbekommen. Eine Differenz von 95.000, ja, es geht. Also da muss ich ganz klar sagen, mein erster Eindruck ist, bitte nicht dieser 86er Squad. Wenn das ein 85er Squad gewesen wäre, 50.000 billiger, ja, dass wir vielleicht dann hier 110.000 auf der linken Seite ausgeben müssen und hier 45.000. Würde ich ja noch sagen, okay, das geht ja auf jeden Fall dann vielleicht noch. 150.000, 160.000 für diese Karte ist vielleicht noch ordentlich. Trotzdem, ihr werdet es gleich noch im Vergleich sehen. Es gibt auf dem Transfermarkt definitiv sehr, sehr gute Karten, die preislich sogar niedriger liegen und womit ihr auf jeden Fall auch nichts falsch machen könnt. Naja, gehen wir aber jetzt mal rein in die SBCs und schauen uns das Ganze an. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr 1:1 nachbauen, wenn ihr Lust und Laune habt. Und dann gehen wir jetzt mal rein in den 86er Squad, fangen damit an. Hier seht ihr natürlich schon mal, dass ich hier natürlich untradable Spieler wie Modric zum Beispiel habe. Joao Moreno ist ebenfalls untradable, tradable und für nichts gekauft ist dann Morata. Aber man kann natürlich, und das sage ich in jedem Video auch, man kann natürlich preislich das Ganze drücken mit untradable Spielern. Trotzdem muss man bedenken, wartet da gerne noch ab, denn es können natürlich noch andere SBCs die nächsten Tage kommen. Die ganze Promo läuft noch bis Sonntag, insofern wartet da gerne noch ab. Wartet vielleicht, bis der Dumbia nur noch einen Tag oder ein paar Stunden zur Verfügung steht und dann sagt ihr, okay, schließe ich ihn ab, ja oder nein. Ja, aber gehen wir jetzt mal rein in den 86er Squad. Wir haben einen High-Rated-Spieler mit Modric und Casemiro am Start. Auch ein Lloris als 88er. Sonst sehr viel Low-Rated, 83er und 84er Karten hier am Start. 165.000 wird euch, wie gesagt, dieser Squad kosten. Und da haben wir Oliver Baumann am Start. Wir haben Sergio Asenjo. Wir haben Lucas Radetzky. Wir haben Wir haben Hugo Lloris. So haben wir es. Lucas Vazquez. Wir haben Carlos Enrique Casemiro. Und dann haben wir Modric, dann haben wir Lema, dann haben wir Joao Moreno und Morata. Mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen, Leute. Naja, das ist auf jeden Fall der 86er Squad mit zwei La Liga Spielern. 75 Chemie hier, 70 Team Chemie hier. Und da kommen wir zu einem 84er Squad, was ich auf jeden Fall ordentlich finde.
45k gibt man aus und 35k-Set bekommt man zurück. Das ist auf jeden Fall vollkommen okay. Ein Elfenbeinküstenspieler muss am Start sein hier im 84er-Squad. Ich bin jetzt hier mit Seri gegangen. Der kostet zwischen 1500 und 2000 Münzen. Ja, und sonst geht es generell mit der, mit Porto sind wir hier wieder gegangen auf der linken Seite, Liganos generell und dann halt Premier League auf der rechten Seite. Und wenn ihr das Ganze jetzt nachbauen wollt, haben wir hier einmal Garcias am Start, wir haben Schmeichel, wir haben Kepa am Start, außerdem Philippe mit Alex Telles in der Innenverteidigung, nicht in der Innenverteidigung, in der Verteidigung. Seri dann, Bruno Fernandes, wir haben Danilo Pereira, Bernardo Silva haben wir am Start und Jonas und Brahimi dann noch vorne. Also wie gesagt, ganz entspannt hier der ganze Hase und das könnt ihr, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, 1:1 nachbauen. Hier habe ich auch wieder Erstbesitzer mit am Start. Ihr werdet bestimmt den einen oder anderen auch als Erstbesitzer mit am Start haben. Insofern da preislich, wenn ihr das Ganze machen wollt, natürlich sparen. Und ja, und jetzt schauen wir uns mal kurz an. Wir haben hier Seydou Doumbia. Wie gesagt, mein Eindruck ist, okay, ja, er hat geiles Tempo. Ja, er hat geilen Schuss. Er hat geilen Dribbling. Er hat Kopfballpräzision und Sprungkraft, was mir auch richtig gut gefällt. Er persönlich ist mir ein bisschen zu klein. Er hat 4 Sterne schwache Fuß, das ist top. Arbeitsraten gefallen mir nicht so gut. Spezialbewegung bei 3 Sternen, gefällt mir auch nicht so gut. So, und dann haben wir natürlich das fette Ausdauerminus. Und Leute, da muss man einfach sagen, er kann halt wirklich nur eine Halbzeit da durchhalten. Mit 70 Ausdauer ist mir das einfach zu wenig für 210k und deshalb halte ich die Finger davon weg. So, und das ist auch meine Empfehlung an euch. Und deshalb habe ich hier mal ein paar Spieler auf die Bank geballert. Wir haben jetzt zum Beispiel den Jovic, der liegt preislich bei gut 200k. Sogar ein bisschen. Oh, der ist ja richtig gefallen. Naja, aber wahrscheinlich 200k ist es auf der PlayStation, 160k an der Xbox. Jovic. 5 Sterne schwacher Fuß. Mittel, ist was größer mit 1,82. Hat auch ein bombastisches Tempo, bombastischen Schuss, hat Dribbling, hat Ausdauer bei 82, hat eine Kopfballpräzision von 99. Damit macht ihr auch nichts falsch. Klar, es ist kein La-Liga-Spieler, aber es ist Jovic. Und wenn ihr nach einem Stürmer sucht, Auswechselspieler oder sowas, geht gerne mit Jovic. Ja? Der kostet weniger als die SBC, den könnt ihr wieder verkaufen. Dann haben wir, oder wenn ihr untradable im Verein habt, rate ich definitiv von Doumbia ab. Son haben wir dann hier. Der hat auch einen Headliner. Das hier aber ist jetzt zum Beispiel hier der Inform. Der kostet ungefähr roundabout, ja, ein bisschen weniger hier an der Xbox, 200k. Und deshalb habe ich den mal als Beispiel reingeballert. Son ist auch nice. 5 Sterne, 4 Sterne hat er. Hoch. 1,83 ist er groß. Und der hat auch einfach bombastische Werte. Klar, er ist nicht der Kopfballstärkste, aber er hat die Ausdauer. Er hat einen Schuss, er hat Tempo. Und damit könnt ihr auch nichts falsch machen. Ich bin jetzt hier mal im Sturm geblieben. Und deshalb kommen wir auch direkt zum nächsten. Und zwar Ben Yedder. Der spielt auch in der La Liga, genauso wie Diego Costa und bei Ben Yedder natürlich. Das hier ist jetzt zum Beispiel, da gibt es natürlich auch eine Road to the Final Karte. Das ist auch wieder ein Inform, der preislich definitiv viel, viel günstiger ist. Aber wie gesagt, da gibt es auch eine Road to the Final Karte. 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialwirkung. Das ist einfach nice, hoch. 1,70, ja. Und guckt euch die Werte an. Leute, damit macht ihr doch dann auch nichts falsch. Guckt euch das mal bitte an. Er hat sogar mehr Ausdauer bei 76, ist klar auch noch nicht das Beste, aber er hat Kopfballpräzision, er hat Sprungkraft, er hat einen bombastischen Schuss, er hat Tempo und er hat halt 5 Sterne, 4 Sterne, hoch, 1,70 auch nicht das Größte, aber perfekt dann für den Vergleich zu Doumbia, weil sie sich halt in dem Sinne teilweise ähnlich sind. Sie sind nicht beide die Größten, aber Ben Yedder hat da definitiv seine Vorteile und da kommt wieder die Titel im Vorschein mit ernsthaft EA, ganz ehrlich, 210k ist ein bisschen too much. Ist meine Meinung. Dann haben wir noch Diego Costa. Das ist eine interessante Karte hier mit dem Screen Boost. Der ist auch preislich natürlich viel, viel weniger wert. 4 Sterne schwacher Fuß hat er. Das muss man ganz klar hervorheben. Aber er ist zu Doumbia natürlich ein ganz anderer Spieler. Mit der 1,88 Größe einfach da vorne ein Schrank drin. Ja? Und 96 Tempo, 95er Passspiel. Er kann passen, was Doumbia nicht kann. Und er hat einen Schuss. Und er hat Kopfballpräzision, die Ausdauer ist auch nicht die beste, aber trotzdem, das ist einfach ein Schrank da vorne, Diego Costa, einfach mal als Alternative. Also preislich gesehen ist mir das ein bisschen too much und da kann man auf jeden Fall auf dem Transfermarkt bessere Spieler sich ranholen, wenn man Bock hat und man kann sie halt auch wieder verkaufen. Und deshalb ist mir das bei Rückblick Doumbia definitiv zu viel. 210k ist mir too much, meine Meinung, wie gesagt. Lasst mich gerne eure Meinung über diese SPC in den Kommentaren wissen. Wir haben jetzt die positiven und negativen Sachen herausgestellt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen dabei, ob ihr jetzt diese SPC abschließt oder nicht. Ich bin gespannt, was ihr sagt, auch über die Lev Yashin SPC und generell den Tag. Ja, und sonst kann ich euch, wie gesagt, nur empfehlen. Seid auch wieder morgen mit am Start, wenn es heißt, eine Spieler-SPC und wieder eine Puzzle-SPC. Mich würde es auf jeden Fall freuen und wie gesagt, dann lasst ein Abo da und dann sehen wir uns auch, wie gesagt, morgen wieder.
Wenn es euch gefallen hat, zerstört den Like-Button und dann war es das mit dem Video. Euer Flo von Archie Gaming. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.